So, noch ein anderes Unboxing-Video, nachdem mich mein Handy mal wieder gnadenlos verarscht hat und ich jetzt das dritte Mal neu gestartet habe. Mal sehen, ob es klappt. Ansonsten mache ich eben wie immer eine Dia-Show. So, heute gibt es vom Armee-Versand, habe ich noch zwei, drei Sachen bestellt. Unter anderem einen neuen britischen Dschungelschlafsack, nagelneu. Mit passendem Packsack. Die Dinge haben sich eigentlich ganz gut bewährt bis jetzt, muss ich sagen. Für relativ kleines Geld und echt komfortabel kleines Packmaß. PMLs, Personal Marker Lights. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die kennt, sind etwas gröbere Signalleuchte in Grün. Kann ich, wenn es euch interessiert, auch gerne was drüber machen. Und zwei neue olivfarbene Side Pouches mit Trägern. Ich habe ja schon ein paar von den Dingern in DPM, aber Oliv hat mir noch gefehlt und da kamen die gerade richtig. Ah ja, noch ein Carinthia-Packsack. Und einen gebrauchten Chestrick. Der hier ist jetzt von Webtex. Ja, wollte ich einfach mal ausprobieren, um vielleicht alles am Mann zu haben, wenn man bei uns hier durchs Gelände heizt und nicht den Riesenrucksack und alles andere irgendwie auf dem Buckel zu haben. Einfach mal alles vorne rumpacken und schauen, ob es funktioniert. Ja, auf den kleinen Stühlen, die wir sonst am Grillfeuer anhaben, habt ihr, glaube ich, im Video gesehen, da kann ich das Ding bestimmt nicht anziehen. Weil ich glaube, da hängt alles vor der Wampe. Es sei denn, ich tue Kekse, Brot, Cracker und alles andere einfach vorne in die Tasche. Jo, das war's. Ich hoffe, dass das auch funktioniert hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns später. Bis dann, ciao.